Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Runde Masterbiz. Wir spielen auf Hypixel. Hier erstmal ganz kurz, was wir auf Mindpex eben durchmachten mussten. Ja. Alter, Maxify, Junge, was war das denn gerade? Das war ja echt, also das war ja wirklich unangenehm. Gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich 13, 14 Stunden warten, bis wir eine Lobby finden. Eine Ewigkeit später. Junge, ich habe meinen Rang hier einfach verloren, Alter. Ich war Twitch-Rang hier. Ich war der Einzige auf diesem Server, der einen Twitch-Rang hatte, weil ich damals hier mit 80.000 Viewern in diesen Server gecrashed habe. Und so danken sie es mir, die Alter. Abgehoben alle. Wirklich, das ist komplett ehrenlos. Das ist komplett ehrenlos. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Alter, sowas geht mir nah als Mensch. Nicht weinen, bitte. Ja, Doris, Scheiße, Alter. Maxify, wann hast du das letzte Mal Master das gespielt? Vor 2 Jahren. Stark, ich bestimmt auch, Alter. Und ich hab's nie aktiv gespielt, glaube ich, hab 3, 4 Runden. Belastend. There wasn't enough room for your party in BLD. Ja, Bro. Muss ich jetzt... Alter, ist das hier belastend. Das spielt halt keiner mehr Masterbild, das Junge. Ach, Junge, Alter. Bruh, ich will unbedingt dieses Spiel jetzt spielen, Alter. Was soll denn das? Ey, Junge, ist das behindert, dieser Server, Alter. So, jetzt aber Masterbild, das Masterbild. Junge, es kann nicht sein, dass das keiner spielen will, Alter. Ah, Mann, ich hab dieses Game vermisst. Wieso hab ich so einen Weihnachtsmann-Kopf auf, Alter? Wie viele Leute sind hier auf dem Server überhaupt drauf? 10 gefühlt. Let's go. Let's go. Ey, Junge, die Suche bricht immer wieder ab, Alter. Wie kommt man denn hier in die Lobby rein? Ey, Junge, wie funktioniert das denn hier? Hä? Wieso bist du da? Hä? Ich mach einen Tweet. Junge, mir folgt Christian Lindner, folgt mir auf Twitter. Mhm. Und ich schreibe so Sachen wie, komm schnell, eu.mindflex.com. So. Es hat gerade eben Server gestartet. Jetzt sind alle meine Zuschauer wahrscheinlich da drin. Und wir beide nicht. Ey, ist das behindert, Alter. Ich schwöre dir, Minecraft ist so dead, Junge. Wir müssen dieses Game aus seinem Grab nehmen und reviven, Junge. Revi, bist... Junge, was? Alle kommen in die Lobby rein. Das ist Pay to Win hier, der Alter. Geil, Alter. Maxify spielt heute mit. Wir spielen heute... Hier, ich drück einfach hier... ich bin... auf... Es geht schon los? Geht schon was los? Ist ein Pond? Was ist ein Pond? Bruder, ich weiß es nicht, ey. Was ist ein wir Pond? Bauen einen Teich, Maxify. Ein Teich? Einen wunderschönen Teich. Wirklich, dass das Teich ist? Warte mal, wie ich. Ja. Es wird ein Teich gebaut. So, Leute, wir spielen wieder Master Builders, Alter. Und ich bin ganz ehrlich, ich kotze mich selber darüber an, wie mit mir hier gerade eben auf Dingens umgegangen worden ist, ja. Ich war der Master Builders Champion, glaube ich, auf dem Server, nebst Herr Bergmann. Und dann ist mir einfach. Ist das hier laut, die Kacke? Und wie macht man diese Mucke hier aus, ja, Alter? Ja, ist halt echt so. Boah, ey. Och, Junge, kotzt mich das hier schon wieder alles an. Aus mit dem Müll. Jetzt haben die Blocks keinen Sound bei mir. Och, Junge, ist ja ultra stressig hier. Ist egal, Leute. Wir brauchen keine Sounds. Brauchen wir nicht. So, wir spielen Master Builders, Alter. Und ich habe mir für einen Pond, habe ich mir was richtig Geiles überlegt wieder. Achtung, jetzt kommt's was? Nämlich. Viele Leute werden nämlich jetzt wieder unkreativ und sagen, oh, ich mache jetzt einen auf den und ich mache so und so. Aber der Plan ist folgender, Leute. Relativ simpler Plan wieder, aber auch ein guter Plan. Was denn? Ich bin verwirrt. Was denn? Was ist, ein Pond ist ein Teich so, oder wie? Ein Teich. Okay. Ein Teich. Mach mal den Boden. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Maxify, ich habe seit Jahren das nicht mehr gespielt. Ich baue hier gerade einfach drauf los in der Hoffnung, dass ich rechtzeitig fertig werde. Wirklich. Also das ist alles, was ich gerade kann. Ich kann gerade nicht kommunizieren, ich kann gerade nicht reden. Ich kann nur an die alte Zeit denken und an meine alte Ehre denken, die ich jetzt wieder restoren muss. So, Leute, was hat ein Teich meistens? Ganz genau, eine geile Ente. Was braucht ein Teich? Ganz genau, eine geile Ente. Was kriegt ein Teich? Ganz genau, eine geile Ente. Let's go. Da kommt eine geile Ente rein. Ich weiß nicht mal, wie man Wasser macht. Es ist mir scheißegal, Maxify. Ich kann mich jetzt gerade nicht um deine Probleme kümmern. Ja, sie sind für mich wirklich non-existent. Es tut mir leid, aber ich bin gerade hier komplett in meinem Film, Maxify. Und da musst du auch mit leben jetzt an der Stelle, okay? Kann ich nicht überall Rasen direkt machen? Habe ich gerade auch. Ich dachte das auch, aber es geht irgendwie nicht tatsächlich. Es geht leider nicht. Irgendwie. Ja, toll. Kann man das nicht machen, nee. Dann mache ich jetzt überall selber Rasen hin. Wie viel Zeit hat man? 2 Minuten? Ja, gut, das wird nichts bei mir. Sorry. Warum nicht? Weil ich scheiße bin? Richtig. Nein, du bist nicht. Du bist eine geile Sau, Maxify. Du darfst nicht ausgeben, okay? Geil. Ja! So, Leute, guck mal hier. Das ist eine schöne, geile Ente, Alter. Da ein bisschen Seasoning drauf, Junge. Bisschen Saus, ein bisschen Sees, Alter. Dann schmeckt der Hase, ne? Leckeres Ding, leckeres Ding. Oh, das schmeckt. Und das als Vegetarier, dass ich sowas überhaupt sage, Alter. Unvorstellbar. So, geile Ente. Geile Ente haben wir gebaut, Leute. Eine geile Ente ist wichtig für einen geilen Teich. Das ist schon mal ganz klar. Das weiß jeder von uns. Nö. So, was braucht es in einem geilen Teich noch, Maxify? Ganz Wasser. Genau.
Wasser. Wasser ist eine ganz wichtige Sache für einen Teich. Die braucht man unbedingt, denn ohne Wasser ist euer Teich nichts wert. Das hat auch schon damals mein Vater zu mir gesagt und ich kann es nach wie vor immer noch appreciaten. So, jetzt kriegt die geile Ente kriegt noch einen geilen Schwanz, Alter. Geiler Entenschwanz. Wo gibt es Wasser, Mann? Das kann doch nicht sein. Kann man? Oh, ich suche nach Water, geht das? Alter, hey, sag das doch. Man kann nach Water einfach suchen. Echt? Ja. Maxifer, ich kenne das alles nicht mehr. Ich bin raus. Ich dachte, du bist Master in sowas. Digga, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Also ich bin hier gerade komplett am Schwitzen, Junge. Boah, mir geht schon wieder der Arsch aufgrund. Das Einzige, was ich hier kann, ist 90s zu bauen. Das war's aber auch. Ja, bruh, wrong game, würde ich sagen an der Stelle. Oh. So, bau eine Ente, Alter. Boah, das ist so dreist, dass du einfach meine klaust. Ja, sorry, aber ich mach... Nee, mal jetzt einfach noch. Das ist einfach so scheiße von dir, wirklich, ey. Nee. Das ist so trash von dir, dass du einfach meine Idee stiehlst, Junge. Das ist einfach nur dreist, Alter. Ey, wieso kann ich die Blöcke nicht... Das ist trash. So, jetzt brauchen wir hier... Wir brauchen noch ein bisschen Nature. Bone Meal, funktioniert das hier oder nicht? Sag mir nicht, dass das nicht funktioniert. Komm schon, bitte, lass funktionieren. Wie sieht eine Ente aus? Das sage ich dir nicht, das geht dich gar nichts an. Wait a minute. Wait. Was denn? Ich versuche gerade eine Ente zu bauen, aber das wird irgendwie absolut nichts. Revi, okay, das ist so peinlich, bitte. Das ist schade drum. Zeig das nicht. Ich muss gerade einen Baum bauen, warte. Okay, es wird wieder geschwitzt. Es wird ein Teich gebaut. Und zwar nicht irgendein Teich. Ein geiler Teich wird, Leute. Es wird ein richtig geiler Leichtteich, Alter. Und ich sag's euch. Ich habe gar keine Zeit mehr. Boah. Geil, Alter. Geil. Werde ich noch fertig hier? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es sehen. Kriege ich es noch rechtzeitig hin? So, wir haben hier noch einen Baum gebaut. Sehr schöner Baum. Ja, jetzt ziehen wir noch ein paar Büsche hin. Büsche sind immer geil. Büsche werden gern gesehen in der Natur. Büsche sind wichtig und richtig. So. Schaut mal hier, Leute. Schöner Baum noch hier dazu. Ja, geiles Teil. Zack. Bumm. Ende aus Mickey Maus. Bam, Junge. Rassiert. Guck's dir an, Maxify. Wow, dein? Alter. Heftig, oder? Ja, heftig, okay. Junge. Was ist es ganz... Ja, sorry, ganz okay. Bruh. You wanna scare me or what, Alter? Das ist... Sorry, aber... Alter. Trash, Junge. Nee. Poop, Junge, Poop, Alter. Was ist das hier? Oh, da hat's einen Frosch mit geilen Nippeln. Da gibt's aber ein Okay von mir, Alter. Ja, okay, Junge, nice. Javier, Alter. Sieht so schlecht aus. Junge. Klein. Super Poop, Alter. Abfall aus meinen Augen, Junge. Ab dafür. Tusik. Okay, das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Gut, ist okay. Kann man machen, ist nice, ist fein, ist cool. Ist cool, ja, kann man machen. Oh, Maxify, da hat wohl jemand meine Idee gestealt. Alter, Junge, du Lui. Hey, ist das immer, ist voll gut. Ist voll süß. Okay, danke. Das ist auch gar nicht so bad, da gebe ich mal ein Gut. Aber bis jetzt war meins das Beste, oder? Ich fand meins besser. Halt's Maul, Alter, kannst ich du sagen, die Leute in den Kommentaren entscheiden das, sorry. Aber Junge. Das ist super cool. Abfall. Weg damit. Da ist ja meins. Deinstallier, Junge. Was ist das denn? Talsperre gebaut, Junge. Digga, erneuerbare Energien sind ja nicht der Call. Ab dafür. Ab dafür. Müll. Weg beiseite mit dir, Junge. Hä? Ja, sind halt ein paar Enten. Idee ist ganz okay, würde ich sagen. Kann man machen. Also. Ja, ist ganz okay. Ja, ist in Ordnung, ne? Woohoo! Let's get it! Back in. Wo bin ich? Ich bin Vierter. Alter, Leute. Du hast nicht mal Wasser gemacht. Digga, aber es geht um die Creativity in dem Ganzen. Genau. Nee. Leute, sorry, easy freaking win für mich an dieser Stelle. Ganz ehrlich, Leute. Ihr wisst ganz genau, wer back in the building ist. Ihr wisst ganz genau. Es ist der masterbildende Boss. Es ist der masterbildende Motherfucker. Es ist der Master zu dem craftende Building Boss. Okay. Maxify, noch irgendwelche Fragen an mich? Irgendwas, Alter? Nee, ich sag nichts. Gut, mehr. Du hast vollkommen recht. Ich habe in meiner Jugend sehr viel Minecraft gespielt und sehr wenig. Das erklärt meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin damit für heute raus an dieser Stelle, meine Freunde. Ich hoffe, dass dieses Video auf 10 Minuten gekommen ist. Leo, du gibst sicherlich dein Bestes. Das wird schon irgendwie funktioniert haben. Ja, weil an der Stelle, hoffe ich einfach mal, dass wir über 10 Minuten gekommen sind. Falls nicht, dann wird es für mich ein bisschen unangenehm. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Jede Masterbuilders-Folge 10 Minuten 10. Ich rede jetzt noch so lange, bis ich denke, dass wir fertig sind. Und ich würde sagen, genau jetzt ist der Moment erreicht, wo wir die Folge beenden können. Macht's gut. Schaut bei Maxify vorbei. Bye. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.